Es geht weiter mit Let's Play The Legend of Zelda The Minish Cap. Und wir sind gerade im Waldschrein und haben auch schon das Dungeon-Item gefunden, nämlich den magischen Krug, mit dem wir hier so einfach mal alles ein bisschen wegmachen können. Was uns auch noch sehr nützlich sein wird. Und wir haben noch so ein paar Dinge jetzt noch praktisch freigeschaltet. Die wollen wir uns jetzt auch mal alle angucken. Denn wir müssen ja irgendwie in dem Dungeon voranschreiten. Ups, und ich wieder ein Idiot. Da oben ist doch die Öffnung. Eine Sache haben wir hier schon. Vielleicht, die habt ihr ja bestimmt schon gesehen. Nämlich kann man das jetzt wegmachen. Und ich will da rein. Ja, man fällt da runter. Da kann ich mich noch sehr gut erinnern an die Stelle. Oh, so ein Pech. Ohne passende Transportmittel kommen wir hier nicht weiter. Da haben wir was. Und naja, wir können ja damit ja Luft anziehen und wegstoßen. Und das machen wir uns jetzt hier zur Nutze. Kann ein nerviger Abschnitt sein, aber ich finde die Idee eigentlich ziemlich cool. Man kann auch natürlich ein bisschen aufladen, dann ist der Luftdruck umso stärker. Also ich mag das. Das finde ich cool. Ich glaube, das kommt auch nur hier vor, die Stelle einmal. Ich weiß nicht, ob das später nochmal vorkommt. Dann nach rechts können wir auch noch. Ich glaube, da gehe ich lieber zuerst mal hin. Nein, ich wollte... ich wollte mich jetzt nach unten drehen, aber die Animation lässt mich nicht. Die lässt sich ja nicht die Richtung wechseln, wenn da noch eine Attacke am Spammen ist. Okay, also da geht es schon mal nicht weiter. Vielleicht sollte ich doch erstmal oben entlang. Aber erstmal mit dem Tier kann ich die... Nee, das stört die nicht. So, aber ich will da nach oben. Okay, der Abschnitt ist doch ein bisschen nervig. Das nehme ich zurück. Aber ich stelle mich auch hier gerade ein bisschen an. Also, ich verstehe schon. Obwohl, nee, Moment mal, ich verstehe nicht. Obwohl, doch, ich muss das so hier machen. Muss ich dann hier so einen Weg dann bahnen? Achso, na, und dann da drauf. Aber ich glaube, ich gehe gerade schon den richtigen Weg. Gehe ich doch lieber erstmal nach links. Weil, wenn hier schon so eine Art von Schalterrätsel kommt, dann wird das auf keinen Fall sekundär sein. Und, oh, du bist ein Arsch. Na gut, aber wenigstens konnte ich ihn jetzt eliminieren. Jetzt kommt schon hier Nacktschnecken noch. Achso, ich brauche hier eh einen Schlüssel. Achso, den Schlüssel kriege ich dann bestimmt dann auf einen anderen Weg. Und ja, weil ich das hier gerade an einem anderen Tag aufnehme, sollte so diese Heiserkeit, die zwischendurch mal aufgetreten ist. Und ich bin ein Idiot. Sollte langsam mal weg sein. Erstmal so, man schießt ja diese Luft da weg und dann will ich ja die Richtung wechseln. Aber der braucht dann mal so ein bisschen, der Link. Und naja, wenn er gerade mit seiner Animation noch steckt, dann bewegt er sich nicht. Und achso, ich muss wieder den Krug da drauf schieben. Ach, verdammt. Aber ich mache euch jetzt mir einfacher. Oh, und 5 Rubine nochmal. Ich habe ja schon das Maximum. Also ich glaube, 50 Rubine mehr geht, glaube ich, im Moment nicht. Und, oder ist das jetzt gerade nur Zufall, dass ich jetzt ausgerechnet 50 habe? Ach genau, und jetzt sind wir nämlich hier in dem Raum. Jetzt können wir nämlich zu der Truhe gelangen. Da ist dann bestimmt dann ein Schlüssel drin. Sonst kann ich mich noch erinnern, am Eingangsbereich da... Achso, die Truhe ist ja noch aktiviert. Im Eingangsbereich, da waren auch noch zwei verschlossene Türen. Die gucken wir uns auch noch auf jeden Fall an. Und der Text muss nicht immer angezeigt werden. Das wird immer so fortgesetzt in jedem Zelda. Kommt diese Animation, kommt dieser Text, das ist schon Tradition. Seit, ich glaube, in Link to the Past schon, und Link to the Past war ja so praktisch das erste Zelda, das so ist wie die heutigen. Und ja, seit damals war es schon so. Entschuldige. Ein bisschen heiser bin ich wohl doch noch, aber ich weiß echt nicht warum. Ich habe zwar so eine leichte Heuschnupfenallergie, sowas, ja, beziehungsweise Heuschnupfen, weil ich so ein bisschen gegen bestimmte Gräser und sowas allergisch bin und ich hier, ups. Und naja, ich wohne dann direkt vor einem Wald, könnte man schon fast sagen. Und ich habe ja auch noch direkt so eine Tanne vor meinem Fenster. Kann sein, dass es damit was zu tun hat. Ach genau, jetzt muss man den Pilz jetzt zu sich holen. Und ja. Ach, ich bin so ein Idiot. Dann verwechsel ich auch noch mal die Tasten.
Weil hier kann man wieder dasselbe machen. Dann gelangen wir irgendwann mal zu der Truhe, was auch immer es dort gibt. Ich könnte mir schon vorstellen, was es dort zu finden gibt. Aber ob es das auch ist. Doch, tatsächlich der große Schlüssel. Genau, mit dem großen Schlüssel oder auch Bosskey genannt, können wir ja eine große Tür öffnen. Und genau, das ist halt ein roter Teleporter. Es gibt immer zwei in der Regel und das ist ja perfekt, dass wir jetzt hier hin können. Und es sind noch Herzen, sehr schön. Den müssen wir uns nämlich das hier mal wegmachen. Und auch hier weg. Ich glaube, das führt eh beides in den gleichen Raum, oder? Ach so, okay. Das war gut, dass ich dann ja als letztes hingekommen bin, denn ihr seht da oben die fette Tür. Dafür brauchen wir den großen Schlüssel. Und ich sehe schon, wir müssen den Pilz benutzen, um rüber zu gelangen. Und... Oh, ich kann nicht dran gelangen. Ach nö. Na gut, dann gehe ich nochmal links rein. Ich will die Truhe nämlich schon gerne haben. Also ich nehme aus einem Dungeon vor allem alles mit, was geht. Und, oh, ich sehe gerade, wir haben noch mehr als 50 Rubine zur Auswahl. Also, ich denke mal, so 100 werden wir schon tragen können. Danach müssen, weil es gibt mal so eine Begrenzung bei den Rubinen. Jetzt haben wir, ja, schon 73. Und da muss man zwischendurch im Spielverlauf, kann man bestimmte Sachen machen, um größere Münzentaschen zu erhalten, beziehungsweise Rubintaschen. Und dann können wir halt damit das Limit erhöhen. Ich glaube, das Maximallimit ist dann bei 999 in diesem Spiel. In späteren Spielen ist das sogar dann teilweise bis... Ey! Bis 9999. Zum Beispiel jetzt bei Link Between Worlds war das so. Jetzt hier kann man auch mal was mitnehmen. Und naja, ich habe ja schon den Schlüssel, habe ich ja schon als Boss-Key gezeichnet. Und das nicht ohne Grund. Natürlich wird uns hier einen Boss erwarten. Der Boss wird in einer Zwischensequenz angezeigt. Und ja, der Boss ist ein Schleim. Oh nein. Nur haben wir jetzt ein kleines Problem, denn wir sind nur Nanometer groß und der Schleim ist jetzt auf Normalgröße. Und da kommt er jetzt. Ja, macht da dein komisches Blubberzeug. Und da ist er. Und da haben wir schon den Mega-Schleim aus The Core of Darkness oder auch wo ihn genau, wie ich das gerne nenne, weil es da schon Ähnlichkeit. Und man hat es schon gesehen, man kann ihn so wegsaugen. Und ich wollte jetzt tatsächlich mit Y eine Rolle machen. Aber ich habe doch schon lange kein Kingdom Hearts mehr gezockt, weil da macht man immer die Rolle mit Y meistens. Aber so besiegt man den auf jeden Fall. Also man muss da seine Beine wegsaugen. Und immer verliert er das Gleichgewicht und kippt um. Und dann müssen wir ihn eben angreifen. Die Bossmusik finde ich auch ziemlich episch. An sich ist der Boss jetzt nicht so schwer. Der macht auch nicht viel Schaden, nur Viertelherz. Ja, komm, kipp um. Kipp um. Mach mal. Stirb. So, sehr schön. Was haben wir denn hier noch? Und, oh, jetzt springt er. Ja, meistens haben die Gegner so drei Leben und am dritten rasten die immer völlig aus. Und, oh, ich muss ja auch noch irgendwie hier angreifen. Ja, jetzt habe ich ja die Richtung nicht geändert. Kann die Animation auch nicht irgendwie abbrechen? Meistens gibt es ja so irgendwelche Glitches oder Tricks oder so. Nee, kann ich, glaube ich nicht. Nee, bringt gar nichts. Und jetzt versuche ich ihm dabei eine Rolle zu machen, mit dem Schwert zu schlagen. Und, oh, wir haben den! Nice. Ja, war ein cooler erster Boss, vorgemerkt erster Boss, der ist natürlich ein bisschen einfacher. Aber hier haben wir auf jeden Fall das Erdelement, das wir brauchten. Damit können wir das Schwert der Minish schon mal ein bisschen verstärken. Das Erdelement. Das Erdelement enthält die Kraft der Erde, die Quelle allen Seins. Okay. Genau, jetzt haben wir das schöne Ding, das nehme ich auch mal mit. Genau, ein Herzcontainer. Damit kriegen wir nun ein viertes Herz. Ich mache mal kurz, wie viele Herzteile wir jetzt haben. 3 von 4. Dann hätte ich auch nochmal kurz vorm Dungeon mir das letzte Herzteil noch holen können. Das wäre schlauer gewesen. Aber naja, viele Probleme hatte ich ja nicht. Und mit diesem Teleporter kommen wir jetzt raus.
Gut, das Erdelement haben wir. Erzählen wir nun dem Ältesten davon. Genau, hat er auch gesagt, wir sollen ja Bericht erstatten. Und jetzt sind wir wieder winzig und ich will das Ding haben. Das holen wir uns auch gleich, dann habe ich direkt noch mein 5. Herz. Ich glaube, mehr können wir auch im Moment nicht haben. Aber dann sagen wir mal Bescheid. Genau, hier wohnt er nämlich. Oh, ihr habt das Erdelement gefunden. Du bist noch jung, aber deine Kraft und dein Mut sind beachtlich. Mach weiter so und such das nächste Element beim Gongolberg. Im Gongolberg lebt ein Mann namens Melter. Unter der Minish ist nur er in der Lage, das Schwert neu zu schmieden. Er wird das zerbrochene Schwert der Minish für euch reparieren. Ich werde ihn benachrichtigen. Pass auf euch auf. Okay. Und wow, er hat ein cooles Gewand und zwei hintere Schwänze. Bist du Tails oder wie? Geht dort entlang. Das ist eine Abkürzung durch den Wald. Der Älteste ist eine große Hilfe. Nun, dann bringen wir uns doch gleich zum Gongolberg. Okay, aber bevor ich diese Abkürzung gehen will, werde ich einmal kurz backtracken, um das Herzteil zu holen. Das machen wir auch noch kurz zusammen. Das schneide ich jetzt nicht, weil es ist ja nicht weit weg. Normalerweise schneide ich ja bei so Sachen, wo ich hin und her laufen muss, aber jetzt hier mache ich mal eine Ausnahme. Ich finde das immer noch so schön aus. Obwohl, andererseits, jetzt muss ich hier dieses nervige Blatträtsel wieder neu machen. Aber, naja, komm. Jetzt haben wir es ja raus. Genau, als Minish kommen wir jetzt nämlich nicht über... Ne, wir können doch drüber. Ich dachte, man kann ja gar nicht drüber, aber jetzt würden wir hier ja ertrinken, dummerweise. Und ich muss ja sowieso ja groß sein, um das Herzteil anzunehmen. So, und da sind wir auch schon wieder groß. Es ist aber auch nicht immer so, dass wir jetzt... wir machen jetzt nicht alle Dungeons immer als Minish. Es gibt auch Dungeons, die... die macht man als normaler Link dann, wo wir dann zwischendurch mal wechseln müssen und sowas. Also das ist praktisch jetzt nur eine Ausnahme, dass man jetzt nur als Minish jetzt den Dungeon machen musste. Auf jeden Fall haben wir jetzt ja das vierte Herzteil. 4 Herzteile ergeben einen neuen Herzcontainer. Genau, das erfüllt sich und erhöht sich die Herzzahl und ich sollte nicht so schnell und so undeutlich reden. Und wir bekommen jetzt ein weiteres Herz dazu. Na gut, dann nochmal zurück und dann will ich ja mal diese Abkürzung gehen, weil vielleicht gibt es da auch noch ein paar Sachen. Und wieder japanische Zeichen, das können wir aber auch skippen, glücklicherweise. Das finde ich gut, weil das erste Mal, als wir zumindest wurden, war erstmal so eine längere Szene ja noch, wo wir dann ja in den Baum erstmal reingefallen sind und das konnte ja nicht skippen und der Hut hat ja seinen komischen Text da aufgesungen. Und das können wir zum Glück skippen. Bin ich auch froh drüber. Aber warum kann man dann nicht skippen, wenn man einen Schlüssel bekommen hat und das schon längst weiß, was er bringt? Nicht mal so ein bisschen komisch. Naja, aber es ist halt auch eine Tradition bei Zelda, dass das nicht geskippt werden kann. Und hier ist ein Schlafzimmer, okay. Genau, weil hier ist nämlich noch was. Da kommen wir auch rein. Grüne Kleidung, eine komische Mütze. Bist du vielleicht der Mensch Gary, der das Erdelement gefunden hat? Okay, das ging aber hier schnell. Zu ihm rüber. Ich dachte, hier gibt es noch keine Medien, so wie Fernsehen oder Zeitung oder was nicht alles. Oder Internet. Doch, ich habe es bei Facebook gesehen. Es ist also wahr. Ich habe schon von dir gehört. Was, Facebook? So bin ich im Jahre... Was ist ich? 1500 vor Christus oder so? Ich bin Heurita, der Item-Erfinder. Ich erforsche alle möglichen Werkzeuge. Du findest keinen Weg zur Stadt, weil alle Wege versperrt sind? Ich gebe dir etwas Feines, das dir bestimmt weiterhelfen wird. Okay. Episch! Bombentasche! Gut, dass wir hierher gekommen sind. Und 10 Bomben gratis dazu. Räume damit alles Mögliche aus dem Weg. Das ist geil. Werde ich auch mal direkt ausrüsten. So. Ups. Ne, so. Natürlich speichere ich auch mal wieder ab und zu. Das sollte ich öfter mal machen. Und doch, Start.
Aber wo kommen wir jetzt eigentlich raus genau? Okay, hier ist noch ein Grabstein. Träger der heiligen Macht des Windesflügel mögen nun auch dich tragen. What the fuck? Was hat das denn? Er ist explodiert. Kindchen, guck mal da. Auf dem Boden ist dieses merkwürdige Mal. Was könnte das bedeuten? Ich habe leider selbst keine Ahnung. Sehr rätselhaft. Okay, was hat das zu bedeuten? Keine Ahnung. Müssen wir einen anderen Mal herausfinden. Wow, okay. Das war wirklich eine gute Abkürzung. Jetzt kommen wir nämlich hier, hier entlang. Genau, die Bomben haben jetzt... Da würde ich auch mal einen Schritt weggehen. Denn die gehen natürlich in die Luft. Und was ist hier oben? Der reguläre Weg, oder? Ach nee, ist ja noch mehr. Kann ich da irgendwie hin? Obwohl... Nee, bisher noch nicht. Da ist ja Wasser. Aber es werden doch bestimmte Dinge geschehen, kann ich schon mal sagen, durch die wir ein paar Sachen an der Oberwelt ändern können, dass wir mehr erreichen können noch. Und wir bekommen ja noch verschiedene Items, mit denen wir uns noch fortbewegen können. Und ja, jetzt können wir auch Bomben finden. Das ist ziemlich episch. Ihr seht, wir haben da 10 Bomben und jetzt sind wir völlig woanders. Okay, östlicher Hügel, da waren wir noch gar nicht. Und, boah, was willst du denn? Deswegen werde ich jetzt doch wieder ein bisschen mehr das Gras kaputt machen, weil diese Muscheln kriegen wir auch, die werden wir auch noch gebrauchen. Aber ich gucke erstmal, was es hier gibt, nicht, die ich das mal erledigt habe. Obwohl, kann ich da... Okay, ich kann da rüber. Und das war jetzt ziemlich gewagt. So. Okay, hier können wir auch als Minisch noch was machen. Als erstes werde ich aber jetzt hier wegspringen. Und naja, man sieht halt, ich habe 10 Bomben. Wenn alle 10 weg sind, dann kann ich die nicht mehr benutzen und muss warten, bis ich neue habe. Man kann sich auch Bomben kaufen. Dafür sind auch dann die Rubine da. Aber wen haben wir denn hier? Sieh doch dieses Fragment. Hast du so einen schon mal gesehen? Was? Du weißt nicht, was Fragmente sind? Da findest du erstmal raus. Ja, ja, chill. Aber gut, wir können jetzt... Achso, ich erinnere gar nicht... Achso, weil das hohes Gras ist. Ja, da müssen wir aufpassen, weil hohes Gras, ne, da können wir auch wilde Pokémon treffen. Deswegen halten wir uns lieber als kleiner Link fern davon. Aber sowas können wir jetzt auch hier kaputt machen. Ich verwechsel mal die Knöpfe. Hey, sowas können wir jetzt auch kaputt machen. Und hier haben wir Fledermäuse. Und 20 mysteriöse Muscheln. Oh, schön. Was sind hier noch mehr, was wir machen können? Außer ein Gegner, der uns überrascht. Man fühlt sich jetzt so OP mit den Bomben und mit 5 Herzen. Mit den Bomben muss man auch nicht wirklich geizen, weil man findet vor allem in diesem Spiel wirklich oft welche. Oh, was ist das denn für ein Gegner? Was, er ist unbesiegbar? Ernsthaft? Naja. Kein Problem, dass eine Bombe nicht lösen kann. Aber ich wüsste jetzt echt nicht, wie man den besiegen kann. Vielleicht später mit anderen Waffen, aber jetzt lässt sich da echt nichts machen. Echt komisch. Ah, ich würde jetzt auch so interessieren. Achso, jetzt sind wir hier. Genau, von da sind wir gekommen. Achso, jetzt schließt sich der Kreis. Und, ach nee, doch nicht. Das wird doch wieder ein ganz anderer Bereich. Okay. Wir sind auch von da gekommen, dann ist jetzt da wohl, ja, schillen jetzt diese Typen da und die waren dann nachher, ja, von ihnen gar nicht. Nachher ist gut. So, hier kommt alle weg, ihr werdet alle sterben. Hier kann ich scheinbar nicht rein, da kann ich das wegsprengen, den Eingang. Naja, ich rede dann einfach mal mit denen. Der sieht so ein bisschen wie der Chef hier aus. Ich bin Handwerksmeister Muto. Bist du zufälligerweise mit einem Yu-Gi-Muto verwandt? Was? Nein, ich zocke keinen Yu-Gi-Oh! Ich mag zwar mit ihm vielleicht verwandt sein, namentlich, aber Yu-Gi-Oh-Karten? Ne, ist mir viel zu teuer. Die ganzen Booster bezahlen, das ist doch absolute Geldverschwendung. Vor allem, bis er da mal eine seltene Karte hat. Und das ist absolute Abzocke. Nee, macht zwar Spaß, aber viel zu teuer. Stattdessen reparieren wir lieber die Stadt im Auftrag von König von Hyrule. Geh weiter, mein Kind. Hier wird gearbeitet. Das ist gefährlich.
Okay, ja. Ja. Hier wüten in letzter Zeit so viele Monster. Das macht es wirklich schwer, hier alles wieder aufzubauen. Ach so, das passt auch ganz gut. Die bauen halt wieder auf, was die Monster schon zerstört haben. Macht das auch ein bisschen logisch. Ach, was für ein Stress. Mit unserem Handwerksmeister ist nicht gut Kirschen essen. Okay. Ja, da kann ich also nicht rein. Die lassen uns nicht vorbei. Was gibt's denn hier noch? Südliche Ebene von Hyrule. Okay. Ich guck mich aber kurz noch hier um. Das Gebiet dann... Ach, ich wollte gar nicht. Ich bin irgendwie daran gewöhnt, wenn man auf Select drückt, dass dann die Karte erscheint, weil das ja oft in vielen Spielen so ist. Aber ich mach jetzt mal das hier weg und ich bin ein Idiot. Ich verwechsel die ganzen Tasten hier. Ich spaß. Ja, aber jetzt weg damit. Schon wieder sowas. Wir werden schon noch sehen, was das bringt. Ist was ziemlich Nützliches, deswegen aktiviere ich die Dinger auch alle. Boah, und später haben wir auch zum Glück eine bessere Taktik, um das ganze Gras loszuwerden. Das geht später ziemlich schnellig. Und ja, jetzt sind wir wieder zu Hause angelangt. Lustig, ne? Und echt hier nichts los. Schade. Boah, der hat mich fast getroffen. Verdammter Octorok. Mit seinen Nüssen schießt. Ich dachte schon, diese ganzen Händler-Dekus wären so schlimm. Hier geht's auch noch. Was ist das? Was zur Hölle? Warum glänzt er so komisch? Okay, das werden wir wohl noch nicht aktivieren können. Ich habe einen Verdacht, was das sein könnte. Ihr auch, aber... Naja, aber da kommen wir noch nicht so leicht hin. Ey, du spaßt. Oder ihr Spasten. Ja, ich sehe einmal kurz nochmal zu Hause nach und dann wird es auch langsam mal Zeit, den Part zu beenden. Was hat denn unser Großvater sozusagen? Das ist also dein Haus. Ein prächtiges Zuhause hast du. Und wo ist mein Zimmer? Du hast kein Zimmer. Du hast dich selbst eingeladen. Oh, Derry, strengst du dich an? Ruh dich ruhig im ersten Stock aus. Ich fertige Schwerter für die Soldaten, die gegen die Monster kämpfen. Ich würde dir gern helfen, aber du musst Prinzessin Zelda alleine retten. Best Grandpa ever? Vor allem, du schmiedest Schwerter für die Soldaten. Kannst du nicht für mich auch ein besseres Schwert schmieden? Ah, das ist also dein Zimmer, ja? Ab jetzt ist das mein Zimmer! Verstanden? Raus hier! Chill. Hey, bist du nicht müde? Müsste ich ein bisschen ausruhen? Ja. Passiert jetzt irgendwas? Lol, wir pennen. Mit dem Hut. Wo ist eigentlich ein zweites Bett, wenn die eh beide in ein Bett pennen? Und warum? Ja, das war gut. Also, dann wollen wir mal wieder, Gary. Was, war das jetzt nur so aus Spaß oder? Keine Ahnung. Nein, ich denke, wenn wir jetzt hätten wir damit auch unsere Herzen auffüllen können. Also wenn wir jetzt Schaden gehabt hätten, würde uns das auch heilen. Aber na gut, jetzt sind wir praktisch einmal im Kreis gelaufen und sind jetzt wieder in Hyrule angekommen. Jetzt haben wir hier eine andere Musik, das ist so die eigentliche Hyrule-Mucke. Was ist hier los? Hallo mein Freund, komm ruhig näher, sammle Glück, so viel du kannst. Ich fühle mich ein bisschen eingeengt. Glücksfragmente zum Beispiel. Passen die Fragmente, geschieht was Tolles. Unser kostenloses Angebot. Glücksbeutel zum Sammeln von Fragmenten. Einmalige Gelegenheit. Naja, ein Glücksbeutel ist ja für dich. Kinder bekommen heute einen umsonst. Du bekommst auch einen. Glücksbeutel erhalten. Sehr schön. In ihm kannst du Glücksfragmente transportieren. Drücke Start und schau dir den Inhalt im Statusmenü an. Cool, aber kann ich mich jetzt bitte wieder frei bewegen? Und das Herzchen in deiner Gedankenblase macht mir jetzt ein bisschen Angst. Und das war schon so ein fieses Grinsen. Fügt mal zwei Glücksfragmente zu einem Glückssiegel zusammen. Nennt mal das Fragmente vereinen. Es heißt, sind zwei Fragmente vereint, kommt das Glück herbeigeeilt.
Ich habe ein Fragment in einen Glücksbeutel gelegt. Lass es uns gleich ausprobieren. Siehst du jemanden wie mich? Kannst du mit ihm Fragmente vereinen? Boah, ich muss echt sagen, wenn ich gewusst hätte, dass er mich jetzt am Anfang schon alabert, hätte ich den Part am Anfang schon beendet, jetzt bevor wir jetzt hier so weit gelaufen wären. Aber na gut, mach ich das auch in diesem Part. Drücke dafür L. Drücke Steuerkreuz, um ein Fragment auszuwählen und dann A, um Fragmente zu vereinen. Hast du das verstanden? Ja. Ja, ja, drücke L. Ich habe doch L gedrückt. Ach so. Genau, jetzt haben wir nämlich ein Fragment und der hat eins. Und wenn wir das passende haben, können wir sie vereinen. Und die passen perfekt. Und jetzt passiert tatsächlich was ziemlich Episches. Zum Beispiel verschwinden jetzt dort die Ranken. Episch. Da wird auch nochmal vermerkt, wo das genau ist. Das finde ich auch nochmal ziemlich geil. Südliche Ebene von Hyrule. So ist es richtig. Jetzt passiert uns beiden vielleicht was Gutes. Tschüss. Ich freue mich auf dich. Ich mich nicht, aber trotzdem danke. Na gut, auf jeden Fall, wir werden es jetzt umsehen. Das wird wahrscheinlich so unser Ort sein, wo wir ständig zurückkehren, weil hier gibt es viel zu machen. Auch in der Stadt gibt es Quests und was nicht alles. Und wir werden mal gucken, was das Glücksfragment uns so gebracht hat. Das machen wir aber dann im nächsten Part. Ich hoffe, ihr seid weiterhin dabei. Und dann sag ich mal, bis dann.